Ich liebe euch. Das wisst ihr. Und ich feiere es auch, dass ihr mir immer Videoideen schickt. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit Drunk on Nectar so zufrieden sein werde. Dieses Spiel haben mir einfach unfassbar viele von euch in meine Kommentare geschrieben unter die letzten Videos. Und alle meinten so, Luca, du hast ja Spinnen über alles. Von daher spiel unbedingt dieses Spiel. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel hier genau geht. Es ist anscheinend irgend so ein Natursimulator. Wir sehen schon unten Akt 1, The Silken Exec. Das sind Spinneneier! Ah, ich habe meinen ganzen Bildschirm voll. Ah, schon wieder voll gespuckt. Jumping Spider. War das ein. Das sind doch nicht. Alles. Ich habe so eine fette Spinnenphobie. Ich muss erstmal hier mich ein bisschen. So. Wow. Da war schon wieder ein Bein. Ich schwöre bei Gott, es ist nichts hiervon gespielt. Ich kann Spinnen über alles nicht ab in dieser Welt. Es geht nicht klar. Warum existieren diese Viecher? Beruhig dich, Löss. Jumping spiders are the largest family of spiders by species diversity. These diurnal hunters possess excellent color vision and agility, bla bla bla. Ich verstehe überhaupt nichts. Crack your egg open steht hier. Ich muss hier drücken und dann. Ich. Hold W. Ich steuere eine Spinne? Wir sind also nun diese Spinne und können uns auch drehen und auch. Oh, das ist der zweite! Das sind immer mehr! Verpisst euch! Also, ich steuere jetzt diese Spinne hier, sofern ich das richtig gesehen habe. Und ich kann. Ich kann auch laufen. Okay, ich verpiss mich erstmal. Oh mein Gott! Oh, ich bin weg! Ich bin weg, okay. Oh! Auch dieser Ton! I! Ey, das ist doch. Was seid ihr denn für dass ihr mir so ein Spiel schickt? Ich dreh mich. Oh mein Gott. Alter. Das ist ja mein Ab. Das ist ja mein. Das, was. Das ist ja mein absoluter Albtraum. Oh mein. Was bist du für eine Aber okay, wir sind jetzt also diese Spinne und ich muss mich einfach mal zusammenreißen. Ich laufe mal hier vorne lang. Hier passiert. Oh mein Gott. Ich kann. Stimmt. Ich meine, ich bin eine Spinne, also ich kann auch an der Decke herlaufen. Das ist natürlich mega interessant. Also ich kann hier rumlaufen, bla bla. Hop down, Steuerung steht hier. Oh. Jetzt bin ich wieder auf dem Boden zurück. Luca? Erinnere dich immer wieder daran, dass es einfach nur ein sehr realistisches Spiel. Ach du meine Fresse, Alter. Ich dachte, ich hätte mich bei den ganzen Horrorspielen, die ich schon gezockt habe, krass erschrocken. Aber das hier ist ja echt eine ganz andere Liga. Ich glaube, ich muss tatsächlich, kann ich irgendwie. Oh mein Gott! Okay, ich kann auch schneller rennen. Ich glaube, da hinten ist offen. Das heißt, ich renne jetzt einfach mal ganz schnell an der Spinne hier vorbei und. Ah nee. Weiter. Doch. Kann ich hier durch? Nee. Ach, das ist auch eine Wand. Wo muss ich denn dann hin? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie nicht checke und. Ja. Das ist das Arschloch der Spinne. Keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade gemacht habe, aber ich glaube, ich kann springen, wenn ich jetzt beispielsweise. Ah! Oh! Dieses Spiel bringt mich auf 180. Your goal is to survive and grow into a major adult. This nest has been sealed and will remain so until you grow bigger. Okay, explore your surroundings now to begin. Alles klar. Ich soll mich ein bisschen umschauen. Steht hier. Play fly, Fight kann ich drücken. Okay, ich kann. Oh mein Gott! Jetzt. Ich kämpfe. Ich kämpfe gegen die anderen Spinnen. 3 Wochen später. Ich habe gewonnen. Im Olymp ist ja vital, Body Fluid, bla bla, Darts, Practice these skills, okay, bla 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 bla. Dart Time soll ich machen. Dart Shift, okay. Ich drücke Shift. Hallo. Oh. Was? Okay.
Ich habe es dreimal gemacht. Das habe ich ja vorhin auch schon alles gemacht. Also, das habe ich jetzt auch schon gemacht. To grow bigger, fish body fish. Ich verstehe nicht, was die da von mir wollen. Ich muss mir jetzt also irgendwas zu essen gönnen. Hier liegt auf jeden Fall irgendwas zu essen. Also, das hier kann ich fressen. Consume, genau. Jetzt fresse ich das hier in mich rein. Hier liegt auch noch was. Das kann ich auch fressen. Genau, haue ich das auch in mich rein. Hier vorne ist auch was. Ey, die meine ganzen Geschwister wollen mir das klauen. Diese Penner. Hä? Die laufen da auch überall hin. Was wollen die denn? Digga, das wäre mein absoluter Albtraum. Ihr guckt euch das mal an. Hier vorne liegt noch was zu fressen. Das hau ich mir auch noch rein. Hier vorne. Diese ekelhaften Beine. Hier unten steht jetzt Sleep Till Morning. Da muss ich diese beiden Sachen hier gedrückt halten. Und tada. Jetzt geht die Zeit schnell voran. Es wird dunkel. Es regnet. Und jetzt wird die Nacht. Und, wie lange dauert die Scheiße jetzt noch? 2000 Jahre später. Ah! Oh, mein! Oh! Chill, Gretchen! Ja. Irgendwie habe ich aus dem Affekt die Spinne gerade Gretchen genannt. Also, das hier ist jetzt Gretchen. Ich weiß schon, wie Luca die Krise kriegen wird im Schnitt, Alter. Das ist halt die Scheiße. Ich spiele das jetzt schon und kriege meinen halben Herzinfarkt, wenn ich diese Spinne da angucken muss. Und im Schnitt muss ich dann auch noch ranzoomen auf die Spinne. Ich habe jetzt schon Angst davor. Ja, Luca, hast recht, ist nicht so chillig, das gerade zu schneiden. Es ist auf jeden Fall Tag 2 angebrochen. Das heißt, ich gönne mir hier erstmal was zu frühstücken. Genau, das hier haue ich mir rein. Ey, die ganzen Penner, die klauen mir das wieder weg. Hier liegt noch was zu essen. Das kann ich mir noch eben reinhauen. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was meine nächste Challenge sein wird. Die Sonne geht auf, sehen wir gerade. Genau, haue ich mir das hier noch rein. Und wo ist die Sonne? 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 Wo ist... Ah, diese ekelhaften Beine. Es gibt bei diesem Spiel hier auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, es zu spielen. Und das, was ich hier gerade mache, ist so die der Standardweg, also so der Karrieremodus so ein bisschen. Also ich muss das Leben einer Spinne von klein auf bis zum Tod durchleben. Es gibt aber noch irgendwas, da kann man sich selbst die Natur bauen, eine Welt bauen und alles entdecken. Also das Spiel ist halt wirklich eigentlich ein Natursimulator, in dem man... Ja... die Natur simuliert. Aha. Also mein Ekel hat sich auf jeden Fall ein bisschen abgelegt schon wieder. Hier spawnt allerdings auch die ganze Zeit neues Fressen. Also ich glaube, ich muss wirklich einfach fressen und dadurch wachse ich, weil ich glaube, meine Spinne ist schon ein bisschen größer geworden. Oder? Nein. Ich fresse jetzt einfach mal 2000 Jahre lang alles, was hier irgendwie in diesem Nest rumliegt. 2000 Jahre später. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss W gedrückt halten. Und dann schlüpfe ich aus meiner Haut raus und... Au! Oh, ich bin eine neue Spinne! One more mold and you will be big enough to hunt prey. Now defeat 3 of your siblings in play fight to gain more experience. Okay, bla 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 bla. Also ich muss jetzt noch meine Geschwister besiegen in diesem Spielkampf und danach kann ich anscheinend aus dem Nest raus. Bam, zack, bums. Hier nochmal, zack, eine leichte Attacke. Dann hier nochmal und dann mache ich hier nochmal bums. Noch eine kleine Attacke, hier nochmal eine fette. Also die 3 Kämpfe habe ich gewonnen. Das heißt, ich gönne mir jetzt hier erstmal noch ein bisschen was zu fressen. Dann müssten wir allerdings gleich eigentlich auch schon jeden Moment groß genug sein, um wirklich aus dieser Welt rauszukommen. Beziehungsweise aus diesem Nest und so richtig in die... Guck mal, wie ekelhaft das aussieht. Guck dir das mal an. Alter. Bah, ist das abartig. New Life Stage available. Press right mal, okay. Hold W. Das ist jetzt unsere 3. Live-Stage dann, glaube ich. Das heißt, ich finde das ja hardcore ekelhaft, ne? Ich weiß nicht, wie es... Oh! Ich bin noch mal ein Stück größer geworden. Exit the nest now and travel as far as you can. Ein paar Sekunden später. Ah! Ich klebe an der... Ich klebe... Ah! Weg da! Aber unser Nest ist offen gegangen. Das heißt, wir können jetzt hier in die große, weite Welt rauskrabbeln und sehen schon, tada. Das hier ist unser Kacknest. Das Arschloch von unserer Mom. Guck mal, da klebt sogar ein Geschwisterkind von mir drauf. Climb up and reach a flower balloon at least 500 cm. Ach, lol. Ach, wir sind nur auf so einem kleinen Blatt? Lol. Dann sind wir ja ein richtig kleiner Knirps. Oh mein Gott. Das erinnert mich gerade ein bisschen an König der Löwen, wo Simba hier so steht und dann sagt, ey, das ganze Königreich gehört dir, aber alles nur bei zählen Leute, blablabla. Genau. Allerdings würde ich sagen, dass wir den Rest von dieser wunderschönen Natur hier das nächste Mal in der nächsten Episode erkunden werden. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Ganze nur so ein kleines Kackspiel ist, weil das irgendwie nur 3 Euro kostet. Aber es scheint anscheinend wirklich ein bisschen komplexer zu sein. Von daher, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich hiervon eventuell noch einen zweiten Teil hochlade, dann würde ich mich auf jeden Fall durchringen mit meiner Spinnenphobie, das ganze Spiel nochmal zu spielen. Die Tage hier auf meinem Kanal, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn ihr da Bock drauf habt. Abonniert zudem gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr das Video dann nicht. Und...
Ich werde das Spiel jetzt direkt beenden.